In DaVinci Resolve könnt ihr eure Videodateien einfach und schnell kostenfrei bearbeiten, Einblendungen erzeugen oder auch coole Effekte hinterlegen. Dabei werden aber die Dateigrößen relativ schnell, ja, gewaltig groß. Mit einem einfachen Trick kann ich euch zeigen, wie euer gerendertes Projekt deutlich kleiner wird, die Qualität sogar noch steigt und ihr schneller mit euren gerenderten Videos fertig werdet. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei OzogOD, deinem Computer-, Technik- und Hilfekanal hier auf YouTube. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befinden uns schon in DaVinci Resolve, in unserem Schnittprogramm, mit dem ich auch diese Videos hier bearbeite. Ihr seid vielleicht hier, weil ihr nur diesen Tipp sucht oder euch generell für den Bereich Videobearbeitung, ja, Einblendungen, Informationen zum Thema Videoschnitt, ja, interessiert und braucht vielleicht eine Hilfe und struggelt damit, dass eure Dateien gewaltig groß werden. Dann zeige ich euch in diesem Video, wie das geht, dass man das Ganze verkleinert. Ihr seht schon, wir sind in DaVinci Resolve drinne. Ich will das Video auch nicht übermäßig lang machen und verschwinde mal auf den linken unteren Bildschirmrand. Ihr seht, ich habe hier eine Videodatei, die ist in, ja, wenn man in unsere Timeline mal reinguckt und in unsere Informationen, ich muss mal gucken, ob ich das nachgucken kann, hier ist es im File eine Resolution von, ja, 2K oder WQHD, also 2700 mal 1520 Pixel aufgenommen und vor allen Dingen in 100 FPS. Also wir haben eine relativ hohe Bildrate. Und wenn wir das jetzt rendern wollen, vielleicht kennt ihr euch mit DaVinci Resolve schon aus, gehen wir ja in unseren Bereich rein, gehen hier unten auf unsere Rakete und wollen das Ganze dann fertig rendern. Und dann können wir natürlich hier über unseren Regler einstellen, wie viel wir rendern wollen. Ich nehme jetzt beispielsweise unser vorgefertigtes Projekt und gehe hier in die In-and-Out-Range rein, was wir halt rendern wollen. Und wenn ich das Ganze jetzt rendern wollen werde, das ist jetzt ein, ja, sage mal, 2,5-minütiger, ja, Clip, den ich gerne zu einem einzelnen Video machen möchte, dann könnt ihr über die Rendereinstellungen hier oben eure verschiedenen Formate einstellen. Und hier kommt jetzt der Tipp, der euch am meisten helfen wird. Erstens, dass eure Videodateien kleiner werden und vor allen Dingen auch schneller fertig werden. Wenn ihr mit DaVinci Resolve schon ein bisschen Erfahrung habt, dann seht ihr, hier oben sind die einzelnen Formate, die man auswählen kann, um das Ganze sozusagen einzustellen. Und ich empfehle euch den neuen Formatcodex H265 Master zu verwenden. Was bedeutet das? Es ist ein neuer Videocodex, der dafür sorgt, dass eure Dateien deutlich kleiner werden. Vorher wurden einzelne Renderdokumente in Reihe abgearbeitet, jetzt werden diese Dinge simultan abgearbeitet. Das heißt, habt ihr einen Computer oder einen Laptop, der ja deutlich mehr Kerne hat, also als ein normaler Gaming-PC vielleicht mit 4 oder 8 Kernen, dann wird das Ganze erstens deutlich schneller und vor allen Dingen durch die Komprimierung unter diesem Codex werden die Dateigrößen deutlich kleiner. Wenn ihr diesen Master-Modus nicht verwendet, sondern ein Custom-Export, so wie ich das mache, dann könnt ihr das hier unter dem Reiter Codec einstellen. H264 ist der alte gängige Standard, der beispielsweise von Final Cut Studio oder Adobe Premiere Pro noch verwendet wird. Wenn ihr mit DaVinci Resolve arbeitet, dann nutzt auf jeden Fall nur noch H265 und sorgt damit dafür, dass euer Videodokument besser bearbeitet wird. Ihr könnt dann natürlich auch noch die Resolution einstellen. Ich möchte jetzt auch nicht in diesem Video noch groß was zu den einzelnen Einstellungen zu erklären, sondern einfach nur euch den Tipp geben: Ändert den Codec auf H265, dann habt ihr die Möglichkeit, dass euer Video deutlich besser und schneller gerendert wird. Falls ihr weitere Tipps zum Thema DaVinci Resolve und generell dem Schnittprogramm oder auch ein 1 zu 1 Tutorial in Deutsch sucht, dann habe ich euch noch hier oben, also hier irgendwo da am Bildschirmrand, eine Verlinkung zu meiner Playlist mit allen Hilfevideos zu DaVinci Resolve hinterlegt. Da könnt ihr gerne mal raufschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch ein Abo für meinen Kanal da lasst. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Ozog. Ciao!